So, und jetzt von mir auch mal ein Hallo, ich bin's, Lukas. Jetzt seht ihr mich endlich mal. Ja, ich habe jetzt die letzten Videos ja nur mit der Kopfkamera ausprobiert. Ja, jetzt probieren wir mal aus, ob das so auch gut funktioniert. Ist zwar immer noch ungewohnt, vor einer Kamera zu reden. Ich denke, das wird sich erst nach ein paar Videos beruhigen. Ja. Ja, jetzt nochmal kurz zu mir. Also ich bin Lukas Dinger, bin 23 Jahre alt, arbeite bei uns zu Hause in der Landwirtschaft und im eigenen Lohnunternehmen. Ja, ich war quasi auch der, wo die Drescher-Videos gemacht hat. Jetzt seht ihr quasi auch mal das Gesicht zu der Stimme. Ja, heute bin ich jetzt hier am Strohballen fahren. Wir haben jetzt heute Morgen gleich Regen gehabt. Und ja, der ganze Tag ist deswegen bewölkt und nieselt immer mal wieder. Das heißt, wir konnten heute auf jeden Fall nicht dreschen. Und somit bin ich jetzt heute, nutze ich den Regentag, sag ich mal, um die Ballen zu fahren. Ja, dann nehme ich euch jetzt auch gleich mit. Zeige euch mal das. Ich bin unterwegs mit unserem 3.9er Fendt mit Frontlader, weil das ist der einzigste Schlepper mit Frontlader bei uns im Betrieb. Und dann habe ich noch eine Besonderheit. Ich habe einen Wheelton Ballenhänger mit hydraulischen Bordwänden. Das heißt, ich brauche gar keine Spanngurte mehr. Ich kann mit den Bordwänden die Ballen sichern und habe somit eine Ladungssicherung, die 10 Sekunden dauert. Und ja, das ist echt praktisch. Wir haben jetzt den Ballenhänger, das müsste jetzt die dritte Saison sein, wo wir jetzt den Hänger fahren. Wir sind super zufrieden mit. Es ist eine kleine Mehrinvestition, aber an das, was du wirklich schneller bist, durch das, dass du nicht mehr gurten musst, lohnt sich der Ballenhänger enorm. Ja, ich bin jetzt gerade am 1,70 Meter Durchmesserballen fahren. Ja, das sind die ganz großen Ballen bei uns im Betrieb. Ja, da denke ich so zwischen 20 und 22 Ballen auf den Anhänger drauf. Je nachdem, wie sie gepresst sind. Ja. Ich bin jetzt gleich am Feld und werde mal laden, dann nehme ich euch mal dazu, zeige euch das Ganze. Der Anhänger ist ein Dreiachser. Und ja, dementsprechend muss ich halt ziemlich aufpassen, wie ich irgendwo in den Acker reinfahre, weil er halt sehr lang ist und sehr unwendig das Ganze gespannt. Aber das zeige ich euch jetzt gleich mal, wenn ich am Laden bin. Bis später. Bin jetzt am nächsten Acker angekommen. Ich brauche jetzt noch drei Ballen, damit ich voll habe. Die lade ich jetzt hier schnell. Dazu fahre ich meistens vom Vorgewende runter. Irgendwo, wo es schön eben ist, dann kann ich einfach mit dem Steuergerät hier die rechte Bordwand, ich weiß es nicht, ob man es sieht, vielleicht sieht man es, die rechte Bordwand runterfahren. Dann muss ich jetzt schnell raus meinen Hänger abhängen. Schnell die Kamera, dass ihr das seht. Jetzt müsste die aus der Vorderscheibe aussehen.
quasi in der unteren Reihe 5 Ballen nebeneinander. Dann setze ich hinten einer schräg oben drauf, sodass ich quasi auf der oberen Reihe auch 5 Stück bekomme. Und dann habe ich bei den Ballen jetzt 20 dabei. Wenn man gleich wegen darauf achtet, dass sie genau 1,70 Meter groß sind und auch einen guten Druck haben, dann schaffe ich sogar 6 Stück unten rein. Aber meistens ist mit 5 Stück nach unten und 5 Stück oben in einer Reihe der Hänger gut voll, sodass ich 20 Ballen jedes Mal mitnehmen kann. Da gibt es da Hänger, da kann man auch mehr wie 20 Ballen drauf machen, aber durch das, dass ich nicht Abgurten und Spanngurte dran machen muss, bin ich so viel schneller, dass ich am Tag viel mehr Ballen fahre, wie jemand, der halt von mir aus 24 Ballen mitnehmen kann. Da ich halt, da meine Ladungssicherung halt nur 10 Sekunden dauert und wenn man das mit Spanngurten machen würde, wird man sicherlich eine Viertelstunde dafür brauchen, um die Ballen ordnungsgemäß zu sichern und danach auch wieder die Spanngurte wegzumachen und diese dann zu verräumen im Staufach. Und somit habe ich jetzt hier meine 3 Ballen aufgeladen. Dann kann ich hier wieder die Kamera drehen, dass ihr wieder nach hinten raus seht. Dann fahre ich jetzt hier wieder an Hänger dran. Tu wieder meine Schläuche anhängen. Jetzt als erstes meine Hydraulikanschlüsse drin. Wir haben die bei uns so gekennzeichnet. Hier sind 2 Kabelbinder dran. Das bedeutet, das ist immer der untere Anschluss. Und ein Kabelbinder oder gar kein Kabelbinder ist immer der obere. Somit haben wir da immer die richtige Richtung drin. Dann habe ich meinen Stromanschluss. Einmal noch Luft zum Bremsen. Und das war's schon. Wie gesagt, ich muss immer gucken, dass ich mich nirgends in eine Gasse oder irgendwo reinfahre, wo ich mit dem Hänger nicht mehr rauskomme. Weil das durch den Dreiachser ist das sehr, na, ich will jetzt nicht sagen unwendig, weil ich kann auf, also wenn ich eine Stelle habe, die genauso lang, also breit ist, wie der Hänger lang ist, kann ich da drauf umkehren. Also ich komme direkt im 180 Grad Winkel, kann ich da einmal drehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ja, von dem her ist er nicht unwendig, aber er ist ziemlich, ja, ich brauche ziemlich Platz, wenn ich irgendwo um die Kurve fahre oder wenn es enge Wege sind. Teilweise bin ich bei Höfen schon gewesen. Da war dann rechts und links Kuhweide und alles eingezäunt und gerade so breit wie der Schlepper. Da war es dann schon ziemlich eng. Ja, wie halt so ein Dreiachser sich fährt im Prinzip. Wir sind aber ziemlich überzeugt von dem System. Einfach aus dem Grund, weil jeder, wo er schon mal jetzt in der Ernte bei 30, 35 Grad Ballen abspannen musste, der weiß, was das für eine Arbeit ist. Und ja, das ist mit dem Anhänger so angenehm, dass du steckst halt einfach deine 2 Hydraulikschläuche ein, die du dann mehr dabei hast. Sonst wäre es bei einem normalen Hänger gerade vielleicht noch die Luftschläuche
Manche Hänger fahren ja sogar ohne Luft, die haben dann nur Auflauf gebremst oder ja, so wie die alten Hänger halt sind. Aber durch das, dass man da nicht mehr absichern muss, ist das echt eine Arbeitserleichterung. Und jeder, wo den Hänger bei uns schon gefahren ist, hat mir genau das gesagt, dass er eigentlich nichts mehr anderes fahren will. Weil man halt auch Sicherheit, man fährt einfach durch die Gegend und weiß, die Ballen sind gesichert, weil durch dieses System, es ist nicht einfach nur so, dass das Gitter nach oben fährt und die Ballen sind quasi in dem Gitter drin. Das Gitter fährt oben, fährt es nochmal zusammen und presst die obere Reihe von den Ballen komplett aneinander. Also das ist so ein sicheres System, da kann man mit 50, wenn man will, um die Kurve fahren, da würde nichts passieren, da würde kein Ballen runterfliegen. Und das ist halt das, was beim Fahren im Kopf halt auch Sicherheit gibt und ich weiß, es kann nichts passieren. Und bei den Spanngurten, das habe ich auch ein Jahr lang gemacht, bevor wir den Hänger gehabt haben, war es halt jedes Mal so, oh, du guckst in jeder Kurve, sind die Spanngurte noch dran. Und wenn du dann 10 Kilometer gefahren bist, musst du sie alle nochmal nachziehen, weil sie sich gelöst haben. Ja, und das hat man hier halt gar nicht mehr. Das ist ein entspanntes Ballenfahren. Und ich kann es nur jedem empfehlen, die mehr Investitionen in so einen Hänger zu machen. Das macht richtig Laune. Was man dann wirklich schneller ist, spart man Diesel, man spart Arbeitskraft. Der Mitarbeiter könnte in der Zeit auch was anderes machen. Man spart Lohn, man spart Nerven. Der Mitarbeiter kommt abends heim und weiß genau, er kann beruhigt den Feierabend, ohne dass er da einen Hitzeschlag gekriegt hat, fünfmal untertags. Ja. Das hat schon sehr viele Vorteile, das System. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet mentally. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ich bin jetzt hier angekommen auf einem Stück mit 1,25 Meter Ballen. Das sind Bioballen. Die sind für den Verkauf bei uns. Schön satte 1,25 Meter Ballen.
Dann nehme ich jetzt welche mit heim, weil unser Lager, wo wir die kleinen Ballen lagern, das liegt auf dem Heimweg. Das heißt, da nehme ich jetzt gerade, dass ich keine Leerfahrt habe, noch schnell 30 Ballen mit. Ich kriege von den kleinen kriege ich 30 Ballen drauf. Hier mache ich jetzt erstmal die Luft weg. Ich weiß nicht, habt ihr da auch immer so Probleme mit dem, dass diese Federschläuche da sich so verhudeln miteinander. Also ich mache einfach oft einfach nur den roten Anschluss hänge ich über die rechte Deichselseite und den linken, den gelben, hänge ich auf die Seite und somit habe ich da als so kein so ein Gewurstel. Normal, ja, das sieht man jetzt. Die hängen jetzt halt hier ineinander drin. Dann die zwei Hydraulikschläuche. Dann den Strom noch. Und dann kann ich meinen Zug mal aufmachen. Jetzt fängt es gerade an mit Regnen. Und jetzt lade ich mal hier eben schnell die 30 Ballen drauf. Und dann sehen wir uns. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. My mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Muss ich euch jetzt noch ganz schnell zeigen. Also das Geilste an diesem Schlepper ist eigentlich das hier. Runtergefahren und ich wollte noch was loswerden, und zwar wollte ich mich noch mal bedanken. Ich habe gesehen, die Videos kommen echt gut bei euch an. Wenn ich überlege, was wir jetzt, wie lange wir gebraucht haben für 1000 Abonnenten, und seitdem ich jetzt diese Vlogs mache, geht es echt wahnsinnig, wie da die Abonnenten steigen. Und die positive Resonanz und die Aufrufe, da bin ich echt froh drum. Und ja, so macht es auch Spaß,
das motiviert einen, da weiterzumachen. Ich muss sagen, ich liebe sowieso Filme zu machen und habe auch, bevor ich die Vlogs gemacht habe, auf dem Kanal viele Videos gemacht mit GoPro und mit der Drohne. Allerdings halt dann ohne dazu zu reden und halt mit Musik hinterlegt. Das hat mir auch einen riesen Spaß gemacht. Ich denke, das sieht man dann auch als die Drohnenaufnahmen in den Videos mit Musik hinterlegt. Das ist halt auch genau das, was ich davor gemacht habe. Und ja, ich habe mir jetzt halt gedacht, das probieren wir jetzt aus, wie das bei euch ankommt. Ich habe ja nichts zu verlieren. Ich habe ja im Prinzip die Kameras alles schon gehabt. Von dem her musste ich jetzt da auch nichts wirklich dazu ausgeben. Was ich vielleicht in Zukunft jetzt noch kaufen werde, ist ein Ansteckmikrofon, dass man einen besser versteht, gerade wenn man die Außenaufnahmen macht. Aber sonst bin ich da schon relativ gut aufgestellt. Und ja, es macht mir auf jeden Fall riesen Spaß, wenn ich sehe, dass euch das gefällt. Und gerade die Kommentare, wo dann sagen, man soll weitermachen, echt cool und so, die motivieren einen wirklich. Da wollte ich einfach nochmal Danke sagen, dass ihr das ermöglicht, dass ich mich dann so motivieren kann und da weiterzumachen. Das ist echt cool. Und ja, ich denke, dass wir in Zukunft, ja, ich denke, dass einmal in der Woche kann man ziemlich beibehalten, so was ich jetzt gesehen habe. Auch jetzt mit dem Erntestress habe ich es immer geschafft, dann irgendwie am Samstagabend, Samstagmorgen dann noch kurz das Video zu schneiden. Ich habe das jetzt auch noch nicht so oft gemacht, deswegen wird es dann auch immer schneller gehen wahrscheinlich. Aktuell brauche ich für so ein halbes Stunde, halb dreiviertel Stunde Video allein zum Schneiden schon noch so ja, anderthalb bis zwei Stunden, je nachdem wie viele Versuche ich fürs Reden gebraucht habe oder ja, wie es halt so zusammengeschnitten gehört. Die Drohnenaufnahmen, die sind eigentlich auch relativ aufwendig als zu schneiden mit der Musik. Das ist eigentlich das, was am längsten braucht. Ja. Ich bin am Abladen angekommen. Wie ihr seht, da machen wir mal das Allrad rein, das ist ein wenig schmierig. Wir machen jetzt die Ballen, tun wir jetzt hier am Feldrand lagern. Dazu setze ich die jetzt hier in einer Zweierreihe ab. Das sind jetzt auch die letzten Ballen, was auf dem Anhänger, was von dem Feld gekommen sind. Ich habe jetzt quasi in der Zwischenzeit schon nochmal voll gemacht und zeige euch jetzt die letzten Ballen, wie ich sie ablade. Die kann ich auch wieder hier zu zweit nehmen. Zwei auf einmal. Dann ist es nämlich einfacher, die abzusetzen, weil sie hier gleich wegen am Schräg liegen. Und wenn ich sie nur alleine absetze, dann würden sie wegrollen. Oder es ist schwerer auf jeden Fall, dass sie nicht wegrollen. Ja, wie ihr seht, hier ist unser Rapsacker, wo alles im Lager war. Da haben wir schon einiges an Auflaufraps jetzt. Aber das ist ja schön, dass das jetzt mit dem Regen alles so super aufläuft. Wir haben jetzt hier einmal eine Bearbeitung mit der Scheibenegge gemacht. Und jetzt sieht man eigentlich der ganze Acker so gut wie läuft überall der Raps auf. Das ist super so. Es sieht immer gleich so viel aus, aber beim Raps ist es oftmals so, dass es dann nach dem Dreschen so aussieht, als ob man gerade neu angesät hätte. Ja, das ist ja der Acker, wie ihr seht, da oben ist unser Hof. Also im Prinzip direkt am Hofgelände. Unten an der Hauptstraße.
Ich habe bis jetzt so ungefähr 2 oder 3 Videos noch von der Ernte auf jeden Fall, die schon aufgenommen sind. Und das kommt quasi nach dem Ballenvideo jetzt. Das heißt, ich habe schon 2 oder 3 Videos das Material fertig, muss es nur noch veröffentlichen. Aber ich denke, das ist auch gut so, dass ich mir da einen kleinen Puffer anlege an Videos, dass ich auch garantieren kann, dass jeden Sonntag ein Video kommt. Weil ich weiß ja auch, dass ich jetzt ein bisschen mehr filmen sollte, dass es über den Winter, wenn es weniger zu tun gibt, trotzdem noch Videos gibt. Und dass ihr da immer was zum Schauen habt. Zur Bedienung kann ich euch vielleicht auch noch mal kurz was sagen. Von dem Schlepper ist eigentlich einfacher geht's nicht. Ich fahre den Schlepper im Pedalmodus, das heißt, sobald ich hier aufs Gas drücke, fängt er an zu rollen und zu beschleunigen. Wenn ich das Gas loslasse, bleibt er stehen. Also er tut nicht bremsen, aber er rollt quasi aus und bleibt stehen. Und die Bedienung vom Frontlader ist auch einfach. Das ist einmal der Hebel für Anheben, Absenken nach vorne, Einkippen nach links und Auskippen nach rechts. Und somit brauche ich eigentlich nur lenken, Gas geben und den Frontlader bedienen. Also echt kinderleicht. Gänge schalten brauche ich hier bei dem Schlepper nicht. Das ist ein Vario. Das heißt, der hat quasi wie eine Automatik, muss man sich das vorstellen, nur dass man da überhaupt nicht merkt, dass er schaltet. Beim Automatik, zum Beispiel beim Auto, merkt man ja trotzdem noch, jetzt ist der erste Gang, jetzt ist der zweite Gang. Und bei dem Getriebe hier, das ist quasi hydrostatisch, zum Beispiel, also wünschen, wenn man zu langsam fährt, ist es hydrostatisch. Und dann passiert da gar nichts. Das merkt man überhaupt nicht, dass da geschaltet wird. Ja, hier sieht man nochmal den Rapsbestand. Ja, es gibt ziemlich junge Pflänzchen hier. Die kamen jetzt nach dem Scheibenegen. Und die etwas älteren Pflanzen, die kamen schon, sind schon aufgelaufen, bevor die Scheibenegge durchgefahren ist. Ja. Man sieht, fangen jetzt schon hier an, mit wieder ordentlich Wurzel auszubilden. Ja. Da kommt jetzt als nächstes kommt jetzt hier auf die Fläche Weizen drauf. Da seid ihr dann wahrscheinlich auch dabei bei der Aussaat. Ja, ich mache jetzt hier meinen Hebel vom Steuergerät nach oben. Und dann geht auch die Bordwand hinten hoch. Ja, jetzt ist sie ganz oben. Und somit kann ich jetzt hier rausfahren. Ja, das war es jetzt auch schon von dem Vlog vom Ballenfahren. Ich fahre jetzt hier noch den Hänger aus dem Acker raus. Ich bedanke mich auf jeden Fall beim Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like
und ein Abo dalassen würdet. Auf Kommentar bin ich auch immer froh. Da gibt es was zum Lesen für mich. Ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit und bis dann. So ein Fein. Ui. Ui.